Achtung, dieses Video wird kein Hetzvideo sein, aber wird sich kritisch äußern über verschiedene Modellbahnhersteller und was sie machen. Hallo liebe Modellbahnfreunde, herzlich willkommen wieder bei Richards Mova. Ich bin der Richard und ich freue mich, dass du heute wieder oder zum ersten Mal eingeschaltet hast. Dieses Video ist das nächste Teil aus der Reihe mit meinem guten Freund Steve. Wir haben schon gesprochen über Gleisplanung und wie umzugehen mit Platzmangel bei der Modellbahn. Heute diskutieren wir über die Frage, welche Modellbahnhersteller ist Schrott? Wir erzählen unsere Gedanken dazu und ich lade dich ein, um selbst Teil der Diskussion zu werden und nachdem du das Video angeschaut hast, deine Meinung hier unten in die Kommentare zu schreiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Unterhaltung. Ja, wir sind wieder da mit einem neuen Topic. Ein heißes Topic und das ist eine... eine Kracher. Das ist ein Kracher, genau. Und zwar haben wir uns auch die Frage gestellt, die sich sicherlich der ein oder andere auch schon mal gestellt hat. Welcher Modellbahnhersteller ist eigentlich Schrott? So. Machen wir mal kurz eine Pause. Mach mal einen Gedanke, welche Modellbahnhersteller ist momentan Schrott? Ja, genau. Ich denke, das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage, um so zu beantworten. Eine provokative Frage ist das definitiv, ja. Ich denke auch, wir können hier nicht sagen, X oder Y ist eine Schrottmarke an sich. Nein, kann man nicht. Aber ich denke, dass wir beide und auch der Modellbahn-Community, dass die doch verschiedene Sachen haben, wovon die denken, diese Marke, dieses Teil ist nicht gut oder die sollen das besser machen oder ich hätte gerne, aber das schieben wir mal zur Seite mit ich hätte gerne dieses Modell. Das ist, denke ich, nicht so. Ja, das hat ja nichts mit Schrott zu tun. Hier. Es geht ja darum, dass Qualität. Über die Qualität und weil auch in der Vergangenheit einige Videos im YouTube aufgetaucht sind, wo Modellbahner sich teure Fahrzeuge gekauft haben von Herstellern und dann festgestellt haben im Betrieb, geht gar nicht. Ne? Nee, funktioniert gar nicht. Und das ist, glaube ich, das hat jeder schon mal miterlebt. Mhm. Und man kann, glaube ich, nicht, ich würde sagen, keiner der Firmen ist Schrott. Das ist Quatsch, weil sie alle natürlich in einer gewissen Art und Weise Produkte entwickeln und auf den Markt bringen. Es gibt aber trotzdem Ecken, wo viele sagen, und das gehöre ich auch mit dazu, also das hätte man schon besser lösen können. Ja, so. Und wir können ja mal Beispiele nennen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel das Phänomen, dass Brava sehr teure Fahrzeuge auf den Markt wirft, die aber im Alltag bei Wechselstrombahnern zum Beispiel totalen Stress machen. Also vor allen Dingen vornehmlich zum Beispiel das K-Gleis. Ja. Man sieht immer wieder Videos, wo Leute zeigen, ich habe mir eine Brava-Lok gekauft, setze sie auf das K-Gleis und dann entgleist die immer, fällt um, kippt aus den Weichen raus oder sowas. Ja, vor allem das, ich meine, normale geradeaus geht natürlich und normale Kurve normalerweise auch. Frage, aber wenn es dann ein bisschen mehr technisch Experten wird, dann könnte es so sein, dass die in einer Bogenweiche sagen, okay, ich bin müde, ich werde schlafen. Ja. Und ja, das ist natürlich dann scheiße, wenn man mehrere hunderte Euros dafür ausgibt und dass es dann nicht gut oder gut genug funktionsfähig ist auf der Modellbahn. Und ich denke, auch ein anderer Punkt dazu zu wählen ist, und nochmal, natürlich, es gibt gar keinen Kampf und darüber geht's nicht. Aber ein Frust, die ich zum Beispiel hatte, ist mit die Pico Smart Decoder. Mhm. Die hat so viele CV-Werte, wovon man eigentlich nicht weiß, wie die, was die machen, wofür die dienen. Und man kann die dann auch nicht so einfach bedienen. Und eigentlich wird man als Modellbahner dann einigermaßen dahingezogen, dass man unbedingt auch einen Lokprogrammer von einer Marke, in diesem Fall dann Pico, dass man die unbedingt kaufen muss, um echt als Experten im DCC-Format da zu arbeiten. Mhm, und ich denke, ich meine, normalerweise stellt auf dem Gleis und da kannst du die mit digital kannst du die fahren. DCC-Adresse einführen und minimale, maximale Geschwindigkeit. Aber zum Beispiel Bremsverhalten ist normalerweise eine gewisse CV. Und das hat Pico dann ganz hinten weggesteckt und die funktioniert zwar andersrum. Also die höchste Wert ist die kürzeste Beschleunigung.
statt Wert 0 ist keine Beschleunigungsverträgung. Also ja, das ist schwierig, ja. Also ich habe auch da meine Erfahrungen gemacht mit diesen Decodern und bei mir war das so, wenn ich die Anlage eingeschaltet habe, sind plötzlich Züge losgefahren, wo Lokomotiven vorgesetzt waren, die einen Smart Decoder drin hatten. Ja. Pico, ne? Und die sind bei mir jetzt alle rausgeschmissen. Ne? Also ich habe die alle rausgezogen und habe die ersetzt durch andere Hersteller. Ja, also da will ich jetzt auch gar nicht großartig drauf eingehen, aber das ist so eins dieser Fälle, wo man sich fragt, was geht da eigentlich ab, ja, und was wird da an die Kunden rausgegeben? Genauso wie bei Märklin ist auch so ein Beispiel gewesen, da haben sie eine Zeit lang ICEs rausgeworfen, wo die Drähte in der Verbindung zu den Kupplungen, zu den einzelnen Mittelwagen nicht so sauber verarbeitet waren, und dann haben diese Züge totalen Stress gemacht. Ja. Und dann zahlt man da halt eben für so ein Modell mit 8 Fahrzeugen oder sowas 900 Euro oder sogar mehr heutzutage und fragt sich dann immer, das kann es ja wohl jetzt nicht wahr sein. Ihr habt ja nicht erst gestern angefangen, Züge zu bauen. Wo ist denn der Qualitätskontrolle? Genau. Und, aber die haben die auch zurückgenommen. Ja, klar. Genau, also Märklin hat auf einen Fall ja ein bisschen einen Schrottzug gebaut, aber die haben das zurückgenommen und wir haben das so gut wie möglich natürlich gelöst. Aber das bringt halt Frust. Ja. Man setzt die auf ein Gleis, programmiert die ein bisschen und dann nach 2 Kurven funktioniert nicht mehr. Ja. Es sind einfach eine Fülle von Dingen, wo jeder Einzelne von uns, glaube ich, seine Erfahrung gemacht hat und gesagt hat, boah, was für ein Scheiß. Ja, oder so. Es gibt ja genauso diese Verfechter, die sagen, also alles, was da von der Firma Rocco kommt, ist Müll, weil man da alles zurüsten muss, die ganzen einzelkleinen Teile. Und wenn man die nicht richtig festklebt, was schwierig ist, weil dann Sauerei an dem Gehäuse ist, dann verliert man die irgendwann im Laufe der Zeit. Als ich meine Anlage abgerissen habe, sind mir dann erst im Schattenbahnhof Dinge wieder zutage gekommen, die ich ewig gesucht habe. Da sind irgendwelche Sachen abgefallen von den Loks. Ja. Die habe ich dann Gott sei Dank beim Abriss noch gefunden und direkt dann wieder rausgewuselt. Ja. Aber das sind dann so kleine Griffe bei den Vectron zum Beispiel. Ja, diese ganze Ansteckerei dieser Griffstangen vorne an der Front, da wirst du ja wahnsinnig drüber. Ja. Das ist auch etwas, wo man sich fragt, was soll das eigentlich? Die Lok kostet schon ein Vermögen und dann darf ich auch noch 2 Stunden lang da einen abbrechen. Ja. Während Pico und Märklin da einfach sagen, das ist dran und fertig. Ja, genau. Und man muss halt sagen, die Rocco-Wagen, wenn die dann alles dran gesteckt haben, sehen die auch toll aus. Absolut. Aber solange da alles dran ist, hast du schon gesagt, wenn du was verlierst, dann ist schon wieder Frust und auch es kostet natürlich hart Zeit, um das zu machen, die man auch mit anderen Sachen der Hobbymodellbahn beschäftigen kann. Also im Grunde kann man sagen, Schrott ist da keiner, aber jeder einzelne von diesen Herstellern hat, glaube ich, so seine speziellen Ecken, wo man sagt, also da könntet ihr nochmal bei den anderen abgucken, wie es besser geht oder so. Ja. Eigentlich der einzige Frust, die ich dann daneben noch habe, ist, dass ich als Dreileiterfahrer, wenn ich dann eine andere Marke als Märklin Lok kaufen möchte, muss da sehr spezifisch ein Lok kaufen möchte, dass ich immer Modelle kaufen muss, die mit Sounds sind. Also immer die teuerste Ausführung. Ja. Und ja, da stellt sich dann eigentlich die Frage, weil, du weißt das auch von meinem Kanal, wo kann ich dann noch das ein bisschen günstiger machen? Und lohnt es sich, um zum Beispiel ein Analogmodell zu kaufen, die schon DCC vorbereitet ist und dass man dann selber die auf AC umrüsten kann, ohne Sound zum Beispiel? Lohnt sich das? Ist das einfach zu machen? Du hast schon in einem anderen Teil dieses Interview erzählt, dass ältere Loks, dass das sehr schwierig ist, vor allem von 3-Leiter auf 2-Leiter. Aber andersrum. Andersrum geht. Aber auch da sind die Hersteller findig geworden. Also Pico zum Beispiel hat in den ersten Jahren Loks hergestellt, wo die Drehgestelle schlicht und einfach waren. Da brauchte man eigentlich nur noch den Schleifer drunter setzen, ein Löchlein reinbohren mit einem Handbohrer, einen Millimeter, kleine Schraube rein und dann saß der Schleifer. Da musste man den Draht noch nach oben durchführen und dann war es das. Die haben, glaube ich, auch schnell gemerkt, dass da viele Wechselstrombahner auf die Idee gekommen sind, sich preiswert eine Lok zu kaufen und die einfach mit, weil der Aufwand, ein Schleifer kostet 10, 15 Euro, ja, und dann sind sie aber jetzt dazu übergegangen und prägen die Drehgestelle unten, wo die Achsen drin sitzen, so aus, als wenn es wie beim Original ist. Und man sieht da also plötzlich irgendwelche Walzlager oder was, wo ich mich frage, was soll denn dieser Unsinn? Ja, also das sieht kein Mensch, wenn die Lok auf den Gleisen steht, interessiert mich überhaupt nicht, was da unten drunter ist. Das machen die aber wahrscheinlich mit Absicht. Man muss sich also eine Getriebeplatte kaufen, eine passende, wo die Halterung schon vorbereitet ist, um die Mittelleiterschleife ranzumachen. Ja.
Das ist natürlich ganz, ganz findig gemacht und das ist aber auch ärgerlich. Aber das hat für mich jetzt nichts mit Schrott zu tun, ist aber ärgerlich. Ja, ja, genau. Ist nicht so sehr Qualität, aber es ist mehr so ein Frust und Ärger, die man dann bei der Modellbahn haben kann. Ja, genau. Und natürlich kann man auch, wenn dann schon, naja, sag mal, okay, Picolock, AC Sounds, kann man auch, das soll man aber auch sagen, heutzutage ist das alles standardisiert und kauft man eine 21 Plux, Plux 21 Decoder, andere Marke, und man hat andere Möglichkeiten. Ja. Und das war natürlich vorher, war das viel schwieriger. Ja. Früher. Und ich hatte das ja auch schon mal im anderen Zusammenhang erklärt. Und das ist so etwas, was viele mir geschrieben haben in den Kommentaren zu meinem Abrissvideo und dem Wechsel, dass das doch total simpel wäre mit dem Umbauen von den Loks und so weiter. Ja, natürlich ist alles kein großer Aufwand. Aber es ist ja auch so, ich habe ja irgendwann mal angefangen im Laufe der Zeit und lösche meine Tonspuren in meinen Videos und ersetze die durch Originalsounds. Ich fahre dann auf dann Strecken und mache dann Aufnahmen. Jetzt war ich in der Schweiz kürzlich gewesen, habe ganz viele Aufnahmen wieder von Güterzügen gemacht. Und das werde ich halt wieder benutzen, um Originalton in meine Videos zu holen. So. Und wenn man das mal angefangen hat, dann stellt man auf einmal fest, und seid mir nicht böse, wenn ich das so sage, aber dann will man den Plastiksound aus so einer Lok nicht mehr hören. Ja. Und ich wollte also keine Lok mehr mit Sound haben. Und wenn du vier Züge auf deiner Anlage fahren lässt und die machen alle Radau, plus den Lärm der Gleise, die du hast mit den Achsen und so weiter, dann ist das Stress. Und deshalb habe ich gesagt, für mich, das heißt nicht, ich finde es schon cool, ich habe ja auch noch Fahrzeuge mit Sounddecodern drin, aber für mich ist das dann ärgerlich, dass bei den Gleichstromherstellern ganz klar gesagt wird, kaufst du bei uns eine Wechselstrom-Lok, die schon vorbereitet ist, dann gibt es die nur mit dem Soundpaket. Und dann kostet die im Schnitt immer direkt mal 100, 120, 30 Euro mehr. Ja. Und das finde ich auch zum Beispiel wieder sehr ärgerlich. Ist aber jetzt kein Qualitätsthema und auch kein Schrottthema, aber etwas, was einen schon ärgern kann. Und wie gesagt, für mich war das auch mit einer der entscheidenden Gründe zu sagen, bei DC kann ich mir eine analoge Lok kaufen und pimpt mir die dann so, wie ich das gerne hätte. Ja, genau. Also eigentlich in Gründe genommen und natürlich, wir haben dann beide die meiste Erfahrung mit H0, also andere Spurweiten können wir nicht nennen, mit N oder TT oder und so weiter. Richtig, ja. Ich meine, da haben wir keine Meinung dazu, da können wir eigentlich nichts dazu sagen. Aber in der H0-Welt, die gängige Marken, die es gibt, die wissen meistens, was sie machen. Ja. Und natürlich gibt es immer Luft nach oben. Genau. Es gibt immer Luft nach oben und das ist für jede Marke so und es ist völlig abhängig, was der Kundenwunsch natürlich ist. Haben wir auch schon in ein anderes Teil haben darüber gesprochen, aber ich denke, mittig genommen haben die Modellbahner echt Riesensprünge gemacht. Das kann ich dir sagen. 20 Jahre. Das kann ich dir sagen. Also ich weiß ja noch, Trix Express war meine erste Eisenbahn und da waren die nicht nur die Drehgestelle, sondern der ganze Unterbau von der Lok. Der drehte mit raus, ja, das schwenkte alles mit raus. Und es gab keine Fenster, da waren so graue Folien drin. Man konnte gar nicht reinschauen, ja. Also das waren andere Zeiten, es war gar kein Fenster drin. Ne? Also war so ein Guss gemacht. Das sind natürlich Riesenschritte, wenn man jetzt überlegt von den 70ern zu heute und die Filigranität, die Fahrzeuge haben, wird ja auch einem Hersteller nachgesagt, der baut eigentlich nur noch Vitrinenmodelle. Die sind eigentlich für den Spieleinsatz schon fast zu empfindsam. Und das ist natürlich auch immer so ein Ding, aber jeder, wie er da mag. Es gibt Leute, die sammeln einfach nur aus Leidenschaft die Fahrzeuge, stellen die in die Vitrine und freuen sich daran mit LED-Beleuchtung oder sowas und alles toll. Ja, kann man machen. Bei mir müssen die rollen, bei mir müssen die laufen und müssen auch dem Alltag standhalten. Ja? Ja, genau. Und das tun sie eigentlich alle, egal von welchem Hersteller das ist. Ja, da bin ich einverstanden. Ja. Also eigentlich dann unsere persönliche Meinung zu diesem Thema ist, es gibt eigentlich keine Modellbahnhersteller, die momentan Schrott produzieren. Falls du mal findest, dass wir das falsch gesagt haben, schreib es in die Kommentare, entweder unter diesem Video oder auch bei Steve auf seinem Kanal. Er hat schon ein bisschen erwähnt über seine Videos mit Echtsound und die sind echt voll geil. Also falls du Steve seinen Kanal noch nicht kennst, bitte schau mal rüber, lasse da ein Abo da. Und natürlich, wenn du das bei meinem Kanal auch noch nicht gemacht hast, mach auch bitte ein Abo hier und dann sehen wir uns bei das nächste Thema wieder. Genauso. Super.